Jo, meine Freunde, Farid am Start. Heute wieder mit einem Tutorial-Video, wie ihr bei eurem N53-Motor die Injektoren tauscht. Der gute Kollege sieht so aus. Viele kennen den. Genau. Viele wissen auch, dass die, wenn die Injektoren Fritte sind, dass sie halt im Kaltstart sich schütteln und umso wärmer er wird, umso besser läuft er. Genau. Allerdings hat der schon einen Injektor neu, woanders irgendwo machen lassen, keine Ahnung. Ich mache jetzt die restlichen 5 neu und erkläre euch, wie ihr, falls ihr auch so ein Modell habt, das selber machen wollt. Genau, es gibt ein, zwei Sachen, wo ihr ein bisschen aufpassen müsst, aber das werde ich alles gleich im weiteren Verlauf des Videos erläutern. Ja? Gut, ich hab hier vorne schon ein bisschen den Innenraumfilter abgebaut, weil ich denke mal, jeder, der sich selber rantraut und den Injektoren tauschen, brauche ich jetzt nicht zeigen, wie man einen Innenraumfilter abbaut. Ich denke mal, das kriegt ihr schon selber hin irgendwie. Ich bereite mal noch mal kurz was vor. Also ich nehme noch die Motorabdeckung ab und die Domstrebe baue ich noch ab. Die Domstrebe ist hier eine E14 und hier unter der Kappe, die man so eine Viertelumdrehung drehen muss und dann rausnimmt. Hier drunter ist eine E18. Und ganz wichtig, als allererstes klemmt die Batterie. Ja? Also ich habe jetzt die noch nicht abgeklemmt, aber ich werde sie jetzt abklemmen. Aber Batterie abklemmen ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, was ihr eigentlich als allererstes machen müsst, wenn ihr die Injektoren tauscht. So sieht der Injektor, also sieht ein Injektor aus. Hier oben das rechte, also diese 11, das ist die Indexnummer. Index 11 sind die letzten. Und der hat, ich habe schon nachgeguckt, auf Zylinder 3 hat er schon Index 11, die neuesten. Die anderen haben alle Index 07. Also ich werde jetzt Zylinder 1, 2, 4, 5 und 6 tauschen. Ja? Ich zeige es bei einem Injektor detailliert, weil es ist dann halt mal 6. Ne? Und oder ich zeige es von mir aus bei 2 detailliert. Und der Rest ist halt genauso. Wie gesagt, als erstes Batterie abklemmen. Ich habe sie jetzt abgeklemmt. Mit Stecker abziehen. Hier sind so diese Stecker, die ziehe ich halt immer so ab. Die kann man einfach vorsichtig dran ziehen und dann gehen die ab. Ja, eins. Paff, paff. 14er Mausschlüssel, weil hier, das ist hier 14. Ne? Genau, deswegen 14er Mausschlüssel. Schlüsselweite. Das Ding ist, ich habe jetzt ja noch keinen gelöst. Hier ist Druck drauf. Ja? Nimmt, also ich glaube, von BMW gibt es so einen Helm. Diese ganzen, kennst du diesen von. Manche, die tragen keine Masken, sondern die haben so einen komischen Helm auch mit so einer Scheibe vor. Und sowas gibt es eigentlich, also laut Anleitung von BMW musst du diesen komischen Helm tragen. Ja? Ich nehme mal einen Lappen, leg den so rauf, ne? Also setz den Schlüssel an, leg den Lappen so rauf und dann löse ich das. Ne? Da hört man es auch zischen. Ist gleich verdampft der Sprit. Siehst du, da kam wieder was raus ein bisschen. Hast du gesehen, ne? Und halt, also ich stehe, wenn ich so eine Arbeit mache, stehe meistens hier und nicht da. Weil sonst kriegst du Scheiße noch ins Gesicht. Das willst du natürlich nicht. Genau. Die jetzt einfach alle abschrauben. Die ganzen Leitungen. Die alle abschrauben. Und die Löcher am Rail am besten überdecken mit einem Lappen oder Handtuch, keine Ahnung, was ihr halt gerade parat habt, sodass da nichts mehr rauskommen kann oder dass ihr halt nichts abbekommt. Ich lege die immer Zylinder 1, 2, 3 ineinander, damit man halt immer weiß, welcher ist. Genau, dafür muss man ein bisschen Platz machen. Aber ich würde sagen, ich schraube die jetzt alle einmal ab. Ich würde jetzt nicht jeden einzelnen zeigen. Ich schraube jetzt einmal ab, lege die hin und dann geht's weiter. Das Problem ist, Kraftstoff, also Benzin siedet bei 40 Grad und der Motor ist, wir haben den nur reingefahren, Alter, und der hat schon wahrscheinlich schon die 40 Grad erreicht und ja, das Problem ist halt, dass er halt siedet und dann sprüht er trotzdem so ein bisschen, ne? Ja, da musst du echt aufpassen, also am besten ist natürlich, dass wenn der Motor komplett, also der muss am besten komplett kalt sein, ne? Nicht mal lauwarm, nicht mal 3 Meter bewegt, ja. Jetzt braucht ihr auf jeden Fall eine Nuss E10, E10er Nuss. Ich nehme halt eine normale Verlängerung und genau, dann schraubt ihr diese Schraube ab. Die Schraube hält die Klammer, sieht man die ja,
hält die Klammer, die eine Klammer hält zwei Injektoren, also eine Schraube für zwei Injektoren. In dem Fall halt Zylinder 1 und 2, ne? Schraub die jetzt immer ab. Paff. Na gut, die kommen ja in die Tonne, deswegen kann ich die ja mit der Zange rausziehen. Wir haben auch ein Spezialwerkzeug, um die rauszuziehen, aber da die entsorgt werden, kann ich hier mit der Zange rausziehen. Falls ihr Injektoren ausbaut, keine Ahnung warum, weil ihr sie zum Beispiel quer tauschen wollt, ne? Da müsst ihr natürlich aufpassen, dass das Gewinde nicht hier oben kaputt macht, wenn ihr die rauszieht. Ich greife immer hier so an der Stelle hier, wo ihr siehst, ne, unterm Gewinde. Und dann ein bisschen wackeln, drehen. Weißt du was, ich hole doch den Zughammer. Wahrscheinlich habt ihr nicht so einen Zughammer, also wenn ihr in der Werkstatt seid, ja, aber eine normale Person hat das auch. Einer der, also du kannst ja mit normalem Werkzeug das hier machen. Und du kannst ja mit einer normalen Wasserpumpenzange den Injektor rausziehen. Und ich mache halt aus Zeitgründen, so geht es schneller. Ja. Paff, ran. Ja, paff, ab. Den zweiten auch. Genau, der zweite. Ich wollte jetzt erst den zweiten rausziehen, genau. Guck mal, mit dem Zughammer ist halt super easy. Das ist der alte, ne? Hier oben Index 07, wie ich gesagt hatte vorhin. Genau. Ich packe die alten immer wieder rein hier. Hier sind die neuen Injektoren. Die beiden. Wichtig ist jetzt, ihr müsst euch diese Zahlen hier aufschreiben. Also die sechs Stück hier, die 3-3, ne? Hier 584192 bei dem Netz zum Beispiel. Und was auch wichtig ist, sind die Dinger hier. Die nennen sich Entkopplungselement. Das sind einfach die Dichtungen. Die müsst ihr separat kaufen, ne? Die kommen einfach, werden einfach hier nur raufgeschoben. So. Nummer 1. Nummer 2. Hier siehst du eine Kappe drauf. Die Kappe an der Spitze vorsichtig gleich mit der Wasserpumpenzange abziehen. Ich glaube, laut BMW, da gab es mal eine Zeit, weil da ein Problem ist. Also es gibt, du hast hier unten einen Gummiring dran. Den hier, ne? Diese schwarze hier. Das ist hier irgendwo, ich weiß nicht, was das für Material ist. Teflon, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es immer noch im Tester steht, aber ich glaube, damals gab es mal, dass da steht, dass du, wenn du dieses Ding abziehst hier, also wenn du die Kappe hier abmachst, dass du, glaube ich, eine Viertelstunde Zeit hast, den reinzustecken, weil er sich halt ein bisschen ausdehnt. Ne? Mir war so. Wenn ich jetzt falsch liege, bitte mich nicht aufhängen auf den Kommentaren. Ja? Danke dafür. Genau, guck mal, ich fasse dir mal hier vorne an. Der ist jetzt für Zylinder 1 bestimmt. Den stecke ich einfach vorsichtig. Natürlich vorher kontrollieren, ob die Löcher sauber sind. In dem Fall sind die hier super sauber, weil der Wagen hat, der hat glaube ich erst 70 runter oder so. Ich glaube, der hat gar nicht so viel runter. Der war auf jeden Fall unter 100.000. Genau, den habt ihr in der eine. In der 1 habe ich den reingesteckt, jetzt nehme ich den zweiten. 2,6, genau. Wieder hier vorne. Das gleiche Spiel nochmal. Immer so rein. Halt immer. Also ich würde im besten Fall nicht hier raufschlagen oder so, sondern die müssen einfach so rein, also mit ein bisschen Kraft gehen die halt rein. Ne? Die werden jetzt nicht so locker reingehen, aber man muss sie halt schon reindrücken. Jetzt schraube ich die Schraube hier wieder an und muss natürlich, also ich lasse das ja immer hier liegen, weil das liegt ja immer sehr gut. Deswegen habe ich sie auch nicht rausgehoben, weil dann schiebe ich sie einfach nur noch hoch. Und schraub die Schraube wieder fest hier, ne? Die eine E10. Genau, paff, die ist fest. Jetzt nehme ich die Kappen hier ab, ne? Die lasse ich immer so lange drauf, bis ich die Leitung anschraube, weil es
würde ich euch empfehlen, es kann ja sein, dass irgendwie Dreck irgendwas so herkommt und dann nicht, dass da Dreck reinkommt. Soll ja kein Dreck reinkommen. Das ist die 1. Die müssen halt, ihr müsst die mit auf jeden Fall mit der Hand ansetzen, ne? Nicht mit dem Schraubenschlüssel ansetzen, den Mauerschlüssel, weil du kannst das Gewinde sehr schnell kaputt machen oder es wird halt in Mitleidenschaft gezogen. Also auf jeden Fall, die müssen mit der Hand drauf gehen. Die müssen easy raufgehen und der macht den letzten halt zum Festziehen halt mit dem Schlüssel. Achtung, oh, sorry. Ja. Genau. Ich zieh die wieder fest, einfach ganz normal. Ne? Nicht super, 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 mega fest, weil der macht die Dinger rund. Aber halt, die müssen halt ja, fest sein. Dann die Stecker halt wieder auf. Ne? Zack. Wie gesagt, ich mache jetzt, baue die anderen ein. Dann baue den komplett zusammen. Und dann zeige ich euch, wie man die Injektoren, wie ich sie halt immer eintrage, weil man muss sie halt eintragen. Deswegen haben wir uns, muss man die Zahlen hier aufschreiben, ne? Die sechsstelligen Zahlen. Das habe ich jetzt bei dem gemacht. Genau, die zwei habe ich schon drin. Im dritten kommt ja keiner rein, weil der schon drin ist. Aber in 4, 5, 6 baue ich halt die ein. Und dann zeige ich euch, wie man diese Zahlen ins Motorsteuergerät einpflegt. Bis gleich. Ich habe jetzt alle 6 Injektoren verbaut. Genau, guckt es mal an. Also es sieht wieder aus wie vorher. Stecker sind wieder alle drauf, ne? Genau, bei allen 6. Das heißt, ich habe jetzt alle 6 getauscht, ich habe bei 5 getauscht. Der dritte ist ja, der kam ja schon mal neu. Batterie habe ich jetzt angeklemmt. Ich mache das immer so, ich starte ihn einmal erstmal und danach trage ich sie ein. Das ist jetzt nicht schlimm. Der läuft auch so. Viele fahren auch so einfach rum, ohne einzutragen. Würde auch gehen. Diese Eintragungsgeschichte mit den Zahlen ist halt wegen Einbautoleranzen, glaube ich, waren die Zahlen. Genau, du tippst sie ein, dann weiß das Motorsteuer Bescheid und dann berechnet er da irgendwas, keine Ahnung. Injektoren sind drin, jetzt kommt der erste Start. Wie gesagt, der wird ein bisschen länger drehen, weil er erstmal Kraftstoff fördern muss. Und wir starten erstmal, dann gucken wir mal. Ja. Runter 58.000 Kilometer. Also roundabout 60.000 hat er runter. Ich baue jetzt die Verkleidungen an und dann trage ich ihn hier vorne ein und dann können wir noch eine Runde drehen. Das sind die alten Werte, die halt vorher eingespeichert waren. Das sind jetzt irgendwelche Zahlen. Neue Ablechwert eingeben. Also ich habe das Programm Ista. Viele haben, keine Ahnung, Ista ist ja Rheingold. Viele haben Inpa oder so. Also mit Inpa kenne ich mich persönlich nicht aus. Ich kenne mich nur mit dem Programm aus. Es gibt wahrscheinlich noch andere Programme, wo du es auch mitmachen kannst. Aber ich mache es immer damit. Welchen Zylinder? Zylinder 1. Ja, Zylinder 1. Jetzt müssen wir da die Zahl eingeben, die wir hier auf unsere Papyrusrolle geschrieben haben. Hier 5, 8, 4, 1. 9, 2. Weiter. Sollen für weitere Zylinder? Ja. Zylinder 2. 5, 9, 2, 2, 1, 6. Weiter. 20 minutes later. Ich fahre einmal, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Also, ja, Probefahrten sind immer gut, um sich zu vergewissern, dass alles in Ordnung ist, weil es liegt nicht in meinem Interesse, dass der Kunde losfährt und irgendwas ist und dann kommt er wieder zurück. Lieber eine Probefahrt machen, sich die Zeit nehmen und den Kunden zufriedenstellen. Ne? Und halt auch mal zu gucken, ob die Injektoren alles, also die, das Ding ist ja, du musst ja starten, dann entlüften die sich ja und wenn du halt wenn du dann halt noch eine kleine Runde fährst, dann sind die auf jeden Fall entlüftet. Genau, wir haben den, das ist ein 325, ne?
Aber habt ihr am Titel gelesen, dass es 325 ist? Boah, der Wagen hat 60.000 runter, hat sich ja schon erwähnt gehabt. Es sind doch original, das merkst du. Das Lenkrad und so, wie er sich fährt und wie sich alles anfühlt, ist alles sehr knackig noch. Auf jeden Fall liken und abonnieren nicht vergessen. Das war jetzt keine Fehlermeldung, das war, weil es draußen kalt ist, weil es jetzt erst gecheckt hat, weil in der Werkstatt war es warm. Und jetzt erst gemerkt, dass wir hier unter 3 Grad sind. Genau, wir sehen uns beim nächsten Video. Peace out.